Sich austauschen, die vergangenen Monate reflektieren, eigene Veränderungen wahrnehmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Weltfreiwilligendienst aus den Diözesen Augsburg und Eichstätt nutzen ein paar Tage im Jugendhaus Reichenau, um ihren Einsatz Revue passieren zu lassen. Das Weltwärtsprogramm hat sie in verschiedene Länder gebracht. Julia Kraus und Felix Lechner aus Eichstätt haben sich in Agroforstprojekten in Ghana engagiert. Tatsächlich hat mich sehr beeindruckt, welchen Wandel und welche Veränderungen sie durchgemacht haben. Wir haben sie ja schon in der Auswahlphase begleitet, dann in der Vorbereitung intensiv mit ihnen gearbeitet. Die Begleitung in der Zeit im Ausland war auch immer mal wieder gegeben, je nach Bedarf eben auch. Und jetzt, wo sie zurück sind und diesen ganzen Topf an Erfahrungen und Eindrücke haben und was das mit ihnen menschlich gemacht hat, wo sie sich vielleicht verändert haben, wo sie sich aber auch in ihrer Persönlichkeit oder ihren Überzeugungen bestärkt gefühlt haben, das ist mir sehr nahe gegangen, finde ich auch sehr beeindruckend. Die jungen Menschen diskutieren die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Welche Themen beschäftigen die Weltgemeinschaft? Welche sind ihnen in ihrem Freiwilligendienst begegnet? Zunächst halt mal sofort, als wir mit dem Flugzeug angekommen sind in der Hauptstadt Accra, die wirklich sehr, sehr groß ist auch. Also 3 Millionen Einwohner sind es ungefähr Schätzungen, aber es ist natürlich eine sehr hohe Dunkelziffer auch von Leuten, die da einfach zuziehen und dann in Slums wohnen. Und da ist es einem sehr, sehr schnell bewusst geworden, weil da einfach wirklich an jedem Straßenrand kleine Hütten waren oder auch Slums, genau. Und da wirklich auch Arm und Reich sehr stark nebeneinander und der Kontrast dann natürlich sehr stark aufgetreten ist. Felix Lechner und Julia Kraus haben sich in 2 Agroforstprojekten in der Diözese Yasikan um Felder mit Kokos-, Orangen- und Mangobäumen gekümmert. In der Trockenheit mussten die jungen Pflanzen gut bewässert werden, das Land von Unkraut und Gebüsch befreit werden. Zäune schützen die jungen Plantagen vor weidendem Vieh. Gemüse wurde gepflanzt, zum Beispiel Tomaten und Mais oder Gewürze wie Pfeffer. Durch die Verbindung von Forst und Landwirtschaft kann die Fläche besser genutzt werden und bringt schon kurzfristig Ertrag, nicht erst, wenn die Bäume groß genug sind. Zudem profitieren einige Pflanzen vom Schatten, den die Bäume im Laufe ihres Wachstums werfen. Die Freiwilligen lernen aber nicht nur in diesem Bereich einiges, sondern tauchen auch tief in die Kultur des Landes ein. Vor allem haben mich die Menschen in Ghana geprägt, also die Herzlichkeit, diese Güte und obwohl sie unfassbar arm sind, und das waren sie in meinem Dorf, haben die mir eine so unfassbare Herzensgüte gezeigt. Die waren überhaupt nicht geizig, die haben mir öfter Sachen geschenkt, obwohl ich es nicht wollte. Also ich habe es dann schon angenommen, aber es ist schweren Herzens. Und diese Güte und diese Liebe, die man von den Menschen bekommt, das war sehr erfüllend. Es soll nicht nur bei den Erinnerungen bleiben. Gemeinsam entwickeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ideen, wie beispielsweise auf Klimaschutz oder Armutsbekämpfung mit einer kleinen Aktion in Deutschland aufmerksam gemacht werden könnte. Das Weltwärtsprogramm ist auf langfristige Wirkung angelegt. Die jungen Menschen sollen ihren Erfahrungsschatz mitnehmen in ihr Leben, aufmerksam bleiben für diese Themen, sich in der Freizeit oder sogar beruflich engagieren und sich so weiter einsetzen für die eine Welt.